Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich bin hier in Gatchazan und es ist ziemlich nebelig hier. Ich weiß nicht warum. Ich will aber sowieso das Gebiet verlassen. Wir reisen hier mal schnell nach Norden in die schimmernde Ebene. Denn ich soll da bei Zichel Kupferbolz etwas abgeben. Wir haben anscheinend Neuigkeiten für Zichel. Reiten wir mal schnell dahin. So, da sind wir an der Illusionenrennbahn und hier wartet der gute Zichel schon auf uns. Seid gegrüßt. Wir bekommen einen Zauberstab, der ist schlechter als meiner, oder Lederhandschuhe, die kann ich nicht gebrauchen. Na gut, das hat sich nicht gelohnt und es gibt keine Folgequest. Aber hier drüben hat sich was aufgeploppt. Gehe ich mal darüber. Tempo halten heißt diese Quest. Wo ist er denn? Nanu? Hier, jener. Redet mit mir! Lasst Zamek ein Ablenkungsmanöver inszenieren und stiehlt dann Rissels Pläne für Possig in der schimmernden Ebene. Mach ich. Na, irgendwas muss ich hier machen. Auf geht's. Jener! Bleib du drauf! Ist das hier? Nein. Zeit ist Geld. Ach ja, jener. So, hier vorne sind anscheinend... Ach, da hinten sind die Pläne, ja. Und die werden von diesem Rissel Kupferbolz bewacht. Der jetzt vielleicht schnell rausrennt, ich weiß es nicht. Was war das? Aha, sehr gut. Da schnapp ich mir die mal schnell. Bringt die Indurim-Erzprobe zu Possig in der schimmernden Ebene. Ja, mach ich. Renn mal hin und her. Das kann ich besonders gut. So. Was ist? Indurium-Erz. Ich würde gerne in verschiedene Teile unserer Rennwagen Indurium integrieren, brauche aber große Mengen Roh-Indurium, um diese Teile herzustellen. Gibt es in Uldamaran. Im Ödland. Ich kann aber nichts annehmen, das heißt... Kommt bald wieder! Ah, das ist wiederholbar. Okay. Gut, dann sind wir hier erstmal fertig. Dann reite ich mal schnell zurück nach Gatchazan. Und danach reise ich hier hoch in die Düstermarschen und hole mir da oben die Hand von Dagoon. Bin ich mal gespannt, was mich da erwarten wird. Hier oben war ja die Insel mit den vielen, vielen Murlocs. Die hat mir ja vor einigen Episoden schon umgebracht. Ich glaube, wir brauchten da irgendwelche Köpfe für diesen Oger, der hier links ganz hungrig stand. Ich glaube, er wollte Murloc Kopfeintopf. Kopfeintopf? Ja, klingt komisch. Ja, aber genau das wollte er. Ja, und genau dahin führt es uns wieder zurück. Dann reisen wir mal. So, einmal in die Düstermarschen nach Brackenwald, genau. Hier ist aber wirklich sehr, sehr neblig. Man sieht gar nichts. Mal ein bisschen rausscrollen, aber das bringt auch nicht so viel.
So, da sind wir endlich da. Dann schwinge ich mich mal auf meinen Gockel und reite ganz dahinter. Das wird auch noch mal eine Weile dauern. Ja, in dieser Episode werde ich sehr, sehr viel hin und her reiten. Ich möchte diese Quest hier fertig bekommen. Der Stern, die Hand und das Herz. Ich habe schon mal geschaut, als nächstes müssen wir dann in das Altrachgebirge und auch noch in das Schlingendorntal. Also ich glaube, im Altrachgebirge gibt es den Stern und die Hand. Nein, das Herz gibt es im Schlingendorntal, genau. Und die Hand ja hier hinten bei den Murlocs in dieser Ecke. Da oben im Norden, im Nordosten. Bisschen aufpassen, dass ich hier nicht reinrenne in die Patrouillen. Nicht, dass sie ein Problem darstellen, aber die werden mich nur vom Gockel runterholen und das kostet unnötig Zeit. Die bringen eh nichts. Also keine Erfahrung. Das wäre unnötig. So, war das nicht hier irgendwo? Ah ja. Ach, das ist noch gar nicht bei den Murlocs, sondern hinter den Murlocs, okay. Hier vorne kämpft ein Paladin. Ich bin mal gespannt, ob er das schafft. Aber gut, er ist nicht ganz allein. Wird er schon schaffen? Darüber muss ich, okay. Ich schwimme mir mal dahin. Und als allererstes brauche ich den verzauberten Seetang. Ich kann mir vorstellen, dass er von diesen Murlocs fallen gelassen wird. Da ist einer. Der hat potenziell diesen Seetang dabei. Schieße ich mal drauf. Level 36, 13 Level unter mir. Das sollte kein großes Problem sein. Ich bin außer Reichweite. Fällt er um? Hast du lecker Seetang für mich? Nee, hat er nicht. Ah, und ich kann mir vorstellen, dass ich dann diese Kugel da mit dem Seetang benutzen muss. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Tja, das war kein Seetang. Wo kriege ich denn jetzt den Seetang hier? Hier ist noch so ein Orakel. Kommt so ein bisschen Panik, wenn der das auch nicht dabei hat. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann darüber muss. Laut Minimap sind da auch noch Orakels. Hier ist noch einer. Da ist wieder einer. Okay, die respawnen anscheinend sehr schnell. Oder sind generell mehr und hier war gerade schon jemand, der die alle umgebracht hat. Das kann natürlich auch sein. Na, noch immer kein Seetang. Gut, dann muss ich doch mal hier rüber schwimmen. Mache ich das mal. Ich kann das noch nicht wirken. Vielleicht ja jener da. Ach, schau mal, hier sind ganz viele Orakel. Der Anhänger von Mysrael. Okay,
Hier wollte ich eigentlich gar nicht. Findet den Kristall aus eurer Vision. Ist das der von da vorne? Nee. Ja gut. Nee, ich brauche den verzauberten Seetang. Ich schieße einfach mal hier rein. Das könnte jetzt sehr lustig werden, weil jetzt viele, viele Murlocs auf mich schießen. Kampf, hallo? Jetzt muss ich so langsam ein bisschen auf meine HP aufpassen, aber ich glaube, das sollte jetzt auch der letzte Murloc sein. Ja. Okay. Haben wir hier irgendwo diesen Seetang? Nö, nö, nö. Gar nichts. Gut, das Silber, da hätte ich schon gern noch. So, das heißt, der muss weichen, dann komme ich auch an das Silber ran. So, schießen wir ihn noch ab. Brauche ich denn? Ist das wirklich Seetang, den ich da brauche? Oder mache ich irgendwas komplett falsch? Noch nicht bereit. Ich gehe nochmal zurück. Das lädt immer noch auf. Nee, ich kann mit diesem Altar nicht sprechen. Also sprechen sowieso nicht, aber irgendwie mit ihm interagieren geht nicht. Das heißt, ich brauche definitiv noch irgendetwas. Oh, oh. Juckt ihn gar nicht, dass ich hier stehe? Okay. Oh, der drin lebt ja noch. Warum hat denn der so viel HP? Nanu, fall mal um. Widerstanden, das ist nicht gut. Kommt der nächste, okay. So, ich werde jetzt noch diese
zwei Murlocs hier abschießen. Und wenn ich dann immer noch keinen Seetang gefunden habe, dann werde ich mal schnell googeln, was ich hier überhaupt machen muss. Der Zauber ist noch nicht bereit. Denn so langsam wirkt das sehr komisch. Ach, da ist doch der Seetang. Geht doch. Einmal kurz gedroht. Schon funktioniert das? Könnte ich den hier benutzen? Ah ja. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier passiert. Es wurde zu mit Seetang. Okay. Und nun? Huch. Eieieiei. Der ist aber groß. Und der hat richtig viel HP. Ist man direkt mit einem Crit angefangen, das ist ganz wichtig. Da ist er gestunt, auch sehr gut. Oh, das läuft sehr fein. So muss das. Da hatte ich richtig viel Glück. Und da habe ich die Hand von Dagoon. Sehr gut. Da bin ich hier fertig. Da bin ich hier fertig. Okay. Dann kann ich hier auch wegteleportieren. Genau, hier auf der Karte ist nichts weiter. Ich teleportiere mich mal nach Unterstadt und reise dann von da aus direkt hier rüber und hole mir den Stern von Xilji. Einmal auf den Gockel gestiegen und zum Flugmeister geritten. Und hier regnet es. Na gut. Das soll uns nicht aufhalten. Wir reisen trotzdem hier nach Norden. Das nehme ich mit. Das Zinn. Und ich hatte eben mal geschaut, was es mit dieser Quest hier auf sich hat, die da mit diesem Anhänger gestartet wurde. Denn ich habe eben schon auf der Karte gesehen, dass die mich ins Arati-Hochland führt. Und zwar hierhin, wo ich eh hin muss. Ich muss ja da diese Prinzessin, diese Mysrael, abschießen. Und das Amulett schickt mich auch genau dorthin und da kann ich diese Quest abgeben. Wo bin ich denn jetzt? Ein Bär. Eieiei. Ja, das ist wie Autofahren und aufs Handy gucken. Ruckzuck war man über irgendetwas drüber. In meinem Fall habe ich einen Bär mitgenommen. Na gut. Ja, auf jeden Fall, das werde ich dann direkt hier nach diesem Xilji, hieß er Xilji? Xilji, direkt danach in Angriff nehmen. Und wenn ich dann einmal dort bin, dann werde ich auch mal versuchen, diese Prinzessin zu töten. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten. Aber ich meine, dieses Level 44er Elite, das sollte doch machbar sein. Aber erst einmal gehen wir hier rein und suchen den Xilji. Der hier anscheinend hier entlang watschelt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es der dicke Oger ist, über den ich mich schon einmal gewundert hatte. Denn hier kam mir plötzlich ein Elite-Oger entgegen, als ich hier in diese Festung rein wollte. In einer der letzten Episoden. Ui, der mag das gar nicht, dass ich hier bin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser dicke Oger besagter Xilji war. Ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, aber ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Ich werde ihn schon finden. Hoffe ich.
Na, da ist er doch. Er heißt nicht Xilier, aber er hat den Stern zumindest dabei, den ich hier brauche. Schießen wir mal da drauf. Der hat weniger HP als der Elite eben. Und hat auch ein kleineres Level. So. Da haben wir es. Und damit habe ich den Stern von Xilier. Geh da mal weg hier. Meine Güte. Gut, dann schnell zurück zu Tarins Mühle. Und dann fliegen wir in das Arati-Hochland. Hier ist wieder diese hübsche Hundehütte, ja. Wenn ich da lang reite, steige ich wieder vom Gockel automatisch ab. Das will ich nicht. So, schnell weg hier. Hier regnet es. Nach Hammerfall. Ach, schau an. Hinter der Mauer scheint die Sonne. So gefällt mir das. Ich sehe sie zwar nirgends da oben, aber... kein Regen. Und es ist hell. Wunderbar. So, da wären wir. Da reite ich mal schnell darüber. Da kann ich direkt den Hintereingang oder Ausgang hier nehmen. Mal nach links. So. Wir geben erstmal diesen Kristall ab, genau. Gab ganze 35 Erfahrungspunkte. Ich brauche einen Gegenstand. Geisterhafte Fesseln. Nanu? Wo bekomme ich die denn her? Das ist jetzt blöd. Achso, ich muss die heraufbeschwören, die gute Dame. Ne, sie schon. Ihr habt mir gut gedient, aber was? Aber... fragt sie mich an. 7000. Oh. Die hält ein bisschen was aus. Und die ist immun gegen Frost. Das ist gar nicht gut. Ich kann das noch nicht wirken. Ja. Jetzt mal versuchen, hier durchzudonnern. Jetzt wird's aber eng. Nicht genug Mana. Ich hab nicht genug Mana. Und die hat nur noch 16 HP. Okay, sie ist tot. Ich nehme mal die Füße in die Hand. Ah, die haben nicht viel HP. Okay, sehr gut. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die gute Dame immun gegen die Frostnova ist. K.
kam da nicht so richtig weg. So, ich habe den pulsierenden Kristallsplitter. Der gibt mir 8 Ausdauer, 8 Willenskraft und verstärkt meinen Zauberschaden. Hm? Und über 10.000 Erfahrungspunkte, das war gut. Sag nicht, du musst jetzt gegen die Dame kämpfen. Mit Level 31 kannst du das knicken. Ach, hier kommt eine Gruppe. Ja, Level 60. Komm, ich buffe euch mal durch. Dann reite ich mal von dannen. Da liegt eine Leiche. Von Nadi Habu. Armes Wesen. So, wo geht es als nächstes hin? Das nächste Ziel ist, ja, das Schlingendorntal. Da unten. Das wird eine richtig lange Reise jetzt. Denn ich muss da runterfliegen. Wohl? Ich kann ja zumindest die Hälfte abkürzen. Mein Ruhestein ist noch in Kargat, also im Ödland. Dann kann ich einfach dort aus nach unten fliegen. Das geht um einiges schneller. So, da wären wir. Dann hoppen wir mal ganz schnell hier hinter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, welcher Mob das ist. Ich weiß noch in der Episode damals, als wir da hinten diese ganzen Trolle getötet hatten, was ja richtig lang gedauert hatte. Ich weiß gar nicht, was wir brauchten. Irgendwelche Amulette oder irgendwelche Hauer? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, das hat richtig lang gedauert und da war irgend so ein großer Elite Troll, ganz hinten in der Ecke, zwischen den ganzen Berserker-Trollen. Und ja, wahrscheinlich wird das jetzt der Troll sein, den wir töten müssen, für das Herz des Vermächtnisses. Bin ich mal gespannt, ob er das wirklich ist. Und wenn er das wirklich ist, muss ich echt aufpassen, denn um ihn herum standen 2, 3 weitere Trolle. Das heißt, wenn ich da einen abschieße, kommt das ganze Pulk. Das macht sich ein bisschen schlecht ohne Heiltränke. Das ist mir nämlich auf dem Flug eben unterwegs aufgefallen, dass ich nichts mehr zum Heilen da habe. Tja, muss auch so gehen irgendwie. Notfalls schieße ich immer einen an und nehme dann Reis aus. Und wenn der Kampf dann abgebrochen ist, hole ich mir den nächsten. So, reite ich hier überhaupt richtig? Ja, ganz grob, ja. Genau, hier ist dieser Eingang. Und da oben muss ich hin. Schauen wir mal, Level 41, das geht ja noch. 44 schon höher. 39, na gut. Naja, und das ist der. Das ist er. Da hinten ist es. Oh ja, oh ja, oh ja. Na, das wird interessant. Dann fangen wir mal an, hier ringsrum alles abzuschießen. Fängt man am besten mit einem Crit an, das ist richtig. Ah ja, und diese eine patrouillierte, ja. Ich muss näher ran. Das ist zu weit.
Mana-Brand, das ist gemein. Mana-Brand ist nicht schön. Ich brauche doch meinen Mana. So. Läuft er hier weiter? Nein. Gut, dann habe ich da kurzens Gedankensklave. Ach, der arme Kerl. So, und ich mache Folgendes. Ich schieße den einen hier erstmal ab, in der Hoffnung, dass er alleine kommt. Wenn wir jetzt sehen... Ja, okay, er ist allein. Nach Möglichkeit nicht wegrennen. Perfekt, perfekt, perfekt. Nochmal schnell das Mana auffüllen. Ich schieße die zwei hier ab und mache in der Zeit den Elite zum Schaf. Das ist mein Plan. Tja, so viel zum Thema zum Schaf machen. Der war zu weit weg. Und der hat sich wieder hochgeheilt, das ist auch gemein. Ich renne mal weg und verlasse damit mal den Kampf. Oder auch nicht. Jetzt. Und jetzt müsste der ja hier ganz allein stehen. Zu zweit stehen sie, okay. Aber wir haben immerhin einen Gegner weniger. Gut, komm, ich schieße ihn einfach direkt runter. Und dann ist gut. Der heilt, das ist nicht schön. Ich bekomme den nicht runtergeschossen. Durch das Geheile von jenem hier. Ne, das wird nichts. Nochmal abbrechen. Dürfte ich bitte den Kampf verlassen? Jetzt. Gut, soviel zu dem Thema. Ich schieße den einfach mal runter. Hier fehlt auch einer. Ach, da ist er. Ich muss den Kleinen abschießen, unbedingt. Das heißt, ich mache Mock doch zum Schaf. Ja. Wer kommt denn hier? Geh weg. So. Genau, so funktioniert das. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Dann versuchen wir es noch einmal. Oh oh, ganz schlecht. Komm, verloren. Ich kann das noch nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den eingesammelt und die beiden hier auch noch. Dann verschwinde ich immer ganz schnell, bevor die nächsten Trolle wieder auftauchen. Gut. Wo muss ich das denn hin? Nach Unterstadt? Muss das nach Unterstadt? Es muss nach Unterstadt. Ja, da kann ich mich direkt hin teleportieren. So, wer möchte das denn haben? Hier, im Apothekarium. Einmal auf der anderen Seite. Reisen wir mal dahin.
Hier wartet ja schon ganz ungeduldig. Ich bin von den Verlassenen. Genau, die drei Gegenstände, Quest beenden, bringt Teldurin Jagjins Zusammenstellung. Mach ich. Wo ist er denn? Geduld und Disziplin. Er ist nicht hier. Hier ist er. Ah ja, okay. Das heißt, ich muss wieder da runter. Das machen wir aber erst in der nächsten Episode, nachdem wir hier im Wasser geschwommen sind. Nach diesen blauen Perlen. Genau. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von World of Warcraft in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.